hier war eine Kamera, hier war eine Kamera, hier war eine Kamera, hier war eine fucking Kamera. Hallo? Hallo, Kamera? Cameron Diaz? Hey Leute, wir sind zurück hier in The Metal Gear. Und wir haben jetzt den, jetzt ist schon wieder ein Schroden Schlüssel und müssen jetzt wieder zur Kälte Dings runter und den zweiten, nee, das ist ja schon der dritte, den dritten Park, wo die Nummer 3, genau, das war's. Nummer 3. Und den geben wir jetzt ab. Wundert euch nicht über meine Stimme, mich hat es bisher erwischt mit der Erkältung. Ja, ne? Aber das macht nichts, deswegen der Show must go on hier bei Metal Gear, würde ich sagen. Okay, Wahl, wa? Außerdem, das kleine bisschen, das schaffen wir jetzt noch zusammen, ne? Die Big Finale ist. Hier war eine Kamera, hier war eine Kamera, hier war eine Kamera, hier war eine fucking Kamera. Hallo? Hallo, Kamera? Cameron Diaz? Au! Na toll. Na super. Nein. Huch! Ach ja, das hört ihr ja, ne? Ich hab gerade meinen Kaffee umgerührt, tut mir leid. Ich bin ein Trottel. Naja, also jetzt habt ihr es verraten. Ich trinke gerade auch nebenbei einen Kaffee und nehme jetzt mal einen Schluck, nicht? Ja, und Tee da stehen sogar für Pfefferminztee. Weil wegen Hals, weißt du? Ich warte jetzt eigentlich mal drauf, dass die uns jetzt noch vollbabbeln, was jetzt mit der Naomi noch weiter ist und so. Da geht's ja eigentlich auch noch ein bisschen was zu reden, würde ich sagen. Das kann ich nicht so einfach stehen lassen hier. Das kann ich nicht so einfach stehen lassen. Kommt. Ja, geht doch. Snake, hören Sie mich? Ich bin's. Naomi? Was soll das? Campbell und die anderen sind beschäftigt. Ich benutze ein anderes Codec. Naomi, ist es wahr, was der Colonel sagt? Ja, aber ich habe nicht nur gelogen. Einiges ist wahr. Wer sind Sie? Ich weiß es nicht genau. Mein Name, die Identität, alles gekauft. Ich weiß nicht mal, wie meine Eltern aussahen. Aber der Grund für meine Arbeit in der Genetik ist echt. Ach ja, Sie wollten sich selber kennenlernen. Genau. Ich will wissen, woher ich komme. Alter, Nationalität, irgendwas. Naomi. Ich wurde in den 80er Jahren in Rhodesien gefunden. Eine schmutzige kleine Waise. Rhodesien? Das heutige Simbabwe? Ja. Rhodesien war bis 1965 englische Kolonie und wimmelte von indischen Arbeitern. Das erklärt vermutlich meine Hautfarbe, aber ich bin mir selbst da nicht hundertprozentig sicher. Naomi, Sie leben in der Vergangenheit. Reicht es nicht zu wissen, wer Sie heute sind? Wissen, wer ich heute bin? Warum sollte ich? Niemand sonst will es wissen. Ich war so lange allein, bis ich meinen großen Bruder traf. Und ihn. Ihren großen Bruder? Ja. Frank Jäger. Was? Er war ein junger Soldat, als er mich in der Nähe des Flusses Simbabwe fand. Ich war halb verhungert und er teilte seine Rationen mit mir. Ja, Frank Jäger, den sie töteten, war mein Bruder und meine einzige Familie. Nein. Gray Fox. Wir überlebten diese Hölle gemeinsam, Frank und ich. Er ist meine einzige Verbindung. Die einzige Verbindung zu meiner Vergangenheit. Und er brachte sie nach Amerika? Nein, ich war in Mosambik, als er kam. Was ist er? Sie meinen Big Boss? Ja. Er brachte uns in dieses Land der Freiheit, dieses Amerika.
Aber er und mein Bruder gingen zurück nach Afrika, um zu kämpfen. Und dort ist es geschehen. Sie töteten meinen Wohltäter und verkrüppelten meinen Bruder. Ich schwor Rache und trat Foxhound bei. Es war meine beste Chance, sie zu treffen. Und ich betete jeden Tag darum. Und ihre Gebete wurden erhört. Ja, ich wartete 2 lange Jahre. Um mich zu töten. Darum allein ging es. Ja, ich wartete auf sie, Snake. Ich habe 2 Jahre lang nur an sie gedacht. Wie eine verdrehte Art von Besessenheit. Hassen Sie mich noch? Nicht wirklich. Ich schätzte sie falsch ein. Was ist mit Liquid und den anderen? Ich werde mich auch an denen rächen. Naomi, Sie haben nicht auch diesen Doktor getötet. Derjenige, der Gray Fox für seine Genomversuche brauchte. Dr. Clark? Nein, das war mein Bruder. Ich verhalf ihm zu Deckung und gab ihm ein Versteck. Dieser Ninja, ich meine Gray Fox, der will mich umbringen. Ich glaube nicht. Er kam hierher, um mit ihnen zu kämpfen. Erst war ich nicht sicher, aber ich glaube, jetzt verstehe ich. Ein letzter Kampf mit ihnen, dafür lebt er. Da bin ich überzeugt. Fox, nein. Naomi, eine Frage. Über Fox Dye? Fox Dye ist eine Art Retrovirus, der spezifische Menschen befällt und tötet. Zuerst infiziert er die Makrophagen im Körper des Opfers. Fox Dye enthält denkende Enzyme, die durch Proteintechnik erstellt wurden und auf spezifische genetische Muster reagieren. Diese Enzyme erkennen die DNA des Opfers. Genau. Sie reagieren, indem sie aktiv werden und mit Hilfe der Makrophagen TNF-Epsilon erstellen. Hä? Eine Art Zytokin, ein Peptid, das Zellen abtötet. TNF-Epsilon gelangt über das Blut zum Herzen, wo es sich an die TNF-Rezeptoren in den Herzzellen anknüpft. Und dann verursacht es einen Herzinfarkt. Die Herzzellen erleiden einen Schock und extreme Apoptose. Und dann das Opfer stirbt. Apoptose. Die Herzzellen begehen Selbstmord. Naomi. Was? Der Virus ist so programmiert, dass er auch mich tötet, stimmt's? Habe ich noch Zeit? Naomi, ich gebe Ihnen keine Schuld. Aber ich kann auch nicht sterben. Ich muss meine Mission beenden. Hören Sie, Snake. Ich habe nicht entschieden, Fox Dye zu verwenden. Ach, nein? Nein. Fox Dye wurde Ihnen als Teil dieser Operation initiiert. Ich wollte Ihnen das nur sagen. Nein. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Ja. Was ich Ihnen wirklich sagen wollte. Snake, ich... Was machen Sie da? Ah! Ah! Oh, Snake! Ah. Naomi! Snake, ich kann Naomi keine weiteren ungenehmigen Übertragungen erlauben. Was? Naomi ist nicht mehr an der Operation beteiligt. Was ist mit Naomi? Was meinte sie, als sie sagte, Fox Dye sei Teil dieser Operation? Colonel, ich muss mit ihr sprechen. Nicht möglich. Sie ist verhaftet. Colonel, Sie haben mich hintergangen. Snake, wir haben keine Zeit dafür. Kümmern Sie sich darum, Metal Gear zu stoppen. Okay, Snake? Ey, was ist los mit euch, Mann? Irgendwie verarscht jeder immer Snake oder Raiden oder sonstige oder wie auch immer. Was ist los mit euch? Mann, ich sag's euch. Mann. Also ich hab das jetzt nicht verstanden, was jetzt... Ich hab genau zugehört und hab nicht hundertprozentig verstanden, was Fox da eigentlich macht, beziehungsweise... welche Reaktionsvariante die das Ganze das auslöst. Also wann man sagen kann, genetische Muster, ja, wenn man sich verhält wie so und so oder wie, dass es ausgelöst wird. Aber das habe ich jetzt auch wieder nicht verstanden. Da müssen wir lang. Okay, passt. Dann sind wir schnell durch, weil das ist ja ziemlich zugefroren. Oh. Ah! Schockgranate. Sehr gut.
Dass diese mal so Gold wert sind, ey, die werden jetzt auch gegen Ende nochmal sehr sinnvoll sein. So, schnell. Sind ja auch noch welche? Nein. Okay, schade. War das knapp. Naja, das war schon heavy mit der Naomi, ne? Also die hat's eigentlich uns nicht injiziert. Ich dachte jetzt, ich hatte es in Erinnerung, dass die das war. Aber wurde uns als Teil der Operation injiziert. Hm. Ja, nett. Ansonsten ist die Frage, was wird sie sagen? Ist sie verliebt in ihn? Oder hat sie noch eine wichtige Information, was sie uns geben will? Ich meine, ich kann euch versprechen, definitiv, dass das nicht das letzte Mal wahrscheinlich sein wird, dass wir die sehen. Da geht's auch noch lang, genau. Ah ja, okay. Naja, noch ein paar Schaffgranaten ist ganz sinnvoll. So, und ich erkläre euch gleich, warum. So, wollen wir mal einfach mal einen Köln nochmal anrufen, ne? Was meint ihr? Was Neues über Naomi? Die wird gerade vernommen. Überlassen Sie sie mir. Halten Sie lieber Metal Gear auf. Bitte, Snake. Ich bin Ihr Freund, glauben Sie mir. Ach, fick dich doch ins Knie. Snake, es läuft die Zeit davon. Gehen Sie zum Kontrollraum. Von Snake, Snake, wir verhören Sie gerade. Haben keine Lust mehr synchron zu sprechen. Meryl anrufen mal? Nee, Quatsch. Was macht der Master? Pass auf. Master, Sie haben ja Zeit. Naomi benutzte Foxdie als Rache an ihn. Ja, aber sie sagte, dass sein Einsatz nicht ihre Entscheidung war. Nach ihrer Aussage war es nur ein Teil dieser Operation. Wenn das bis zu Campbell durchdringt, kommt man vielleicht nicht so leicht an das Serum. Ach, vergessen Sie das. Es gibt ein Serum? Otacorn, was geht? Ich kann Dr. Naomi verstehen. Sie tut mir leid. Seit meiner Kindheit habe ich meinen Vornamen gehasst. Das ist Hal. Ja, Hal. Mein Vater war ein großer Science-Fiction-Fan. Deshalb heiße ich jetzt so. Aber ich bin kein Computer, sondern ein Mensch. Mein Großvater war beim Manhattan-Projekt dabei. Mein Vater wurde am Tag von Hiroshima geboren. Ich habe das alles gehasst. Mein Name, mein Vater, mein Großvater. Ich fühlte mich wie in Ketten gelegt und nach unten gezogen. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, bin ich richtig dankbar. Wenigstens weiß ich, wer ich bin, woher ich komme. Dr. Naomi kannte weder ihre Eltern noch ihren richtigen Namen. Richtigen. Ein einsames Kind gewesen. Richtigen Namen. Otacon. Entschuldigung. Namen. Wir sollten uns auf die PAL-Code-Eingabe konzentrieren. Ja, da war noch was. Ja, guck hier, so die Texte, so, das kann ich mich zum Großteil gar nicht mehr dran erinnern. Würde man Natascha Romanenko anfunken. Da haben wir auch schon irgendwie immer geblabbelt. Natascha, ich frage Sie noch einmal. Wissen Sie irgendwas über Foxdie, den wirklichen Zweck dieser Operation? Tut mir leid, mir wurde nichts darüber gesagt. Merkwürdig. Der Colonel sagte fast genau das Gleiche. Das sollte nicht sarkastisch klingen. Ich glaube Ihnen. Es sollte nicht sarkastisch klingen, ja. Genau, mein Freund. Aber hey, ist schon mal gerechtfertigt, ne, dass man da mal hier ein bisschen wütend wird und so. Wenn du denkst, am Ende kackt dich doch eh jeder Spast an, so. Leute, oder? PAL-Code bereithalten. Ich hoffe, der ist noch heiß. Der ist noch heiß. Go! Wow, jetzt wird spannend, Leute.
Passcode-Eingabe beendet. Sprengcode aktiviert. Nein, warum? Rakete zum Abschuss bereit. Ich habe ihn deaktiviert. Boah, jetzt geht's los, Leute. What the fuck?